Herzlich willkommen zurück zu Rocket League. Fabi labert mir gerade ein bisschen zu viel, deswegen habe ich einfach meine Aufnahme gestartet. Das sind einfach so Quests wie, ja, sammel doch mal bitte 12.000 Schrottteile. Jedes Mal musst du 4 Kilometer laufen und einmal F drücken. Fabi, fahr du. Das ist so schwer, dass du dafür 400 EP bekommst. Das machst du einfach bis Level 20. Blöder Spieler, ich meine, immerhin hast du für das Spiel ja mal Geld bezahlt. Dann gewartet, bis es kostenlos ist. So, okay. Schön. Wie der den Ball einfach trifft. Ja, so schwer war das jetzt aber auch nicht, den zu treffen. Hm. Muss mir mal meinen Boost angucken. Ja, Candy Corn oder was hast du? Der ist übelst nice. Ja, Candy Corn ist echt nice. Aber ich habe ja noch einen DeLorean gerade hier. Wenn man diesen DeLorean Boost auch auf andere übernehmen könnte, wäre das auch übelst nice. Ja, das hast du schon 30 Mal gesagt, Fabi. Ja, das ärgert mich, dass man es nicht kann. Du bezahlst ja nur 2 Euro. Ich meine, hier bitte beliebigen Preis einfügen. Ich bin noch überlegen, ob ich mir Dark Souls 3 kaufe für PS4. Ja, Dark Souls 3 kommt aber auch für den PC am selben Tag raus, oder? Wie ist das? Ja, aber da ich lieber PS4 spiele, weil PS4 irgendwie angenehmer ist. Du kannst dir auch einfach einen Steam Link kaufen. Du kannst streamen von deinem PC aus auf die Couch. Ja, nur wenn du ein Smart TV hast oder eine Xbox One, glaube ich. Nein, nein. Einfach, einfach an deinen PC, an deinen Fernseher anschließen, dann geht's los. Ach so, so meinst du das? Ja, ja. Aber mein PC ist halt kacke. Also und ich finde Steam Link ist echt geil. Mein PC ist halt kacke. Ich müsste das irgendwie mal mindestens Arbeitsspeicher aufrüsten, weil ich ja behinderten Arbeitsspeicher habe. Wie viel hast denn du? 8 GB, aber 2 verschiedene, also kein Dual Channel. Okay. Ja, aber GDDR3 hast du, oder was? GDDR3? GDDR3. Ja klar. Was, nein, GDDR5 habe ich. Ich hab DDR3. GDDR ist Grafikspeicher. Achso, ja, stimmt. Hat dir Stefan das mit Alternate erzählt? Was hat ein Alternate rausgehauen nochmal? PCGH, PC, ne? 8 GB GDDR5 Speicher. Stefan guckt. Hä? Hä? Ja! Stimmt, gibt's da 8 GB von GTX 79 Version, ne? Ja. Wir gucken. Gibt es nicht! Gibt's einfach nicht! Stefan rastet aus und guckt das drauf, ne? GTX 79 mit 4 GB steht dabei und 8 GB GDDR5. Die wissen halt nicht, was Grafikspeicher ist und was RAM ist. Auch so Alternate ist mit einer der besten Verkäufer Deutschlands für so Teile. DDR. Aber es gibt mittlerweile schon DDR4 RAM, ne? Ja klar, aber der ist einfach zu teuer. Ja. Und ich weiß nicht, manche bauen sich das in den Gaming-PC, da brauchst du auch die neuen Intel-Sockel und so weiter, also... Oh nein, Fabi, bitte! Boah, hab ich verkackt! Da brauchst du auch die neuen, lol, diese 1155-Sockel, glaube ich, sind das. Dazu brauchst du diese 6-Kerner von Intel, weil nur die Intel 6-Kerner, oder die neuen auf jeden Fall, diese 5. Generation, oder wie die heißen. Nein, die 7. Nein, die 4. Generation hab ich und meiner ist neu. Die 4, oder was? Hä? Ein Intel i4 hast du, oder was? Nein. Ja, die Generation ist nein, das die i. Die vierte Generation i5 hab ich. Ach so. Vierte Generation von der 5. Generation, oder was? Nein, die 5. Generation ist... Nee, i3, i5 und i7 kamen fast gleichzeitig raus. Also, i7 ein bisschen später. Aber dabei geht's, glaube ich, um die 1000er. Also, es gibt ja die 2500K
zum Beispiel 3500k, 4500, also 4500 weiß ich, aber ich habe zum Beispiel 496, also, ich weiß, es sind 3000. Keine Ahnung, ich werde mir vielleicht, wenn ich einen neuen PC hole und die AMD Zen Prozessoren werden nice, hole ich mir wieder einen AMD. Weil... Keine Ahnung. Ja, aber ich... Ich hab abgefuckt. Ich hab 4 Kerne, 3 GHz AMD-Prozessor, der war zu scheiße für Battlefield 3. Ja, 4 Kerne bei AMD sind 2 Kerne. Eben, nicht bei der A8-Serie. Da sind das wirklich 4 physische Kerne. Ach so, okay. Weil ich weiß. Ja, weil bei meiner hat 6 Kerne, also 3 physische und noch 3 logische. 3 logische, ja. Oder virtuelle. Ja, es... Ich weiß nicht, ich glaube, das ist dasselbe. Ja, es ist es auch selber. Auf jeden Fall hat Stefan dir auch erzählt mit MSI. Was MSI zu dumm ist für Mainboards. Warum denn? Lol, die sind nicht zu dumm für Mainboards, sondern zu dumm für Bedienungsanleitung. Nein, auch die können ihr Mainboard nicht bauen. Die sagen ja schwarz zuerst. Ich stecke die Arbeitsspeicher in blau, weil sie in schwarz. Startet er einfach nicht. Er hat ja keinen Arbeitsspeicher gefunden. Und ich habe von Anfang an... So. Ich habe halt von Anfang an gesagt, ja, man muss bei, also bei dem Riegel anfangen, der näher an der CPU ist. Also, MSI weiß das schon, ne? Steht da so drauf. Ich, weißt du, es funktioniert halt nicht. Also ich kann mir halt keinen AMD Zen Prozessor reinbauen. Weil ich habe den ARM 3 Plus Socket und dann müsste ich mir ein neues Motherboard reinbauen, da habe ich keinen Bock drauf, fahr du hin. Was ist das also, Mutter? Mach ich gleich. Weil ARM 3 Plus ist halt der alte Socket. Ich weiß, ich habe auch einen ARM 3 Plus. Ach, du hast gar keinen. Achso, du hast es noch da, okay. Ich habe hier alle möglichen Computerteile. Ich habe genug Computerteile für einen zweiten PC liegen. Ich habe sogar eine Grafikkarte, die stärker ist als meine. Ja, wieso baust du die nicht ein, du Bastard? Die ist kaputt. Also. Und hat kein DirectX 10. Die ist 6-7 Jahre alt. Achso, die hat nicht mal DirectX 10. Nee, das ist eine Dual-Grafikkarte. Die hat 2 GB Grafikspeicher. Die hat damals irgendwie 800 Euro gekostet, als die rauskam. Die hat sogar 2 GB Grafikspeicher, aber die hat nicht mal DirectX 10. Und die schmiert irgendwie permanent ab. Ja, also es gibt ja kaum noch DirectX 10 Anwendungen. Also alles ist ja DirectX 11. Ja, die hat ja nicht mal DirectX, nicht mal, die hat nur DirectX 9, dann so. Ja. Oh. Alter, das kann auch ewig dauern, dieses Match. Why the heck is there no score? Ja, weil wir halt auf ziemlicher Augenhöhe sind, würde ich mal sagen. Vielen Dank, Mutter. Ich bin nicht deine Mutter! Nicht du. Mama, war die jetzt schlecht gelaunt oder was? Fabi, bitte! Ich war ja nicht genervt. Ich war einfach nur müde. Ich habe meine Mutter hier Geld hingeworfen, ich kann es nicht aufheben. Weichelt! Ja, ich bin im Tor. Fahr du zum Ball. Kann ich nicht. Oh, lol. Ja. Nice game, guys. Nice game. Again. Is it ranked? Oh, okay, then. So, Fabi, bist ein Fake, ich hab keinen Bock mehr ranked mit dir zu zocken. Ey, es war aber ein gutes Spiel. Ja. Nice game. War echt ein ganz okayes Spiel. Komm, eins geht noch. Einer geht noch. Du trinkst mal Game of Thrones lesen, ich muss auch der Vorleser lesen. Der Vorleser lesen, ey. Ja, es geht darum, der Typ ist so 15, 16 und seine Freundin ist irgendwie 36. Wow. Und dann sagt halt so ein Freund von ihm, Alter, das könnte deine Mutter sein, nach deiner Nähe als deine. Ist es dann echt seine? Nein.
Das wäre aber witzig. Der hat irgendwie als Kind mal an ihre Hauswand gekotzt. Und deshalb haben die sich kennengelernt. Dann ist er da immer hin. LOL! Gegner, ist meiner oder? Ja, ich hab die Torschuss bekommen. LOL, Alter, wie ich den berührt hab. Irgendwie ist der Krummi wesentlich beweglicher als der DeLorean Kopf. Ja, ist er halt auch. Weil er kleiner ist. Aber hat halt weniger Fläche. Ja, aber er ist so kompakter, so dicker, weißt du? Ja, ja. Der DeLorean ist eher so wie der Breakout oder der Dominus. Nein! Fabi! Scheiße! Boah, Mann, ich spiel kein Rankiert mehr mit dir! Boah, das ist ein French Faggot, Alter! Du siehst aus wie eine Squaw-Mama. Sieht aus wie eine Squaw. Ach, und Mama, willkommen auf YouTube. Naja, wenn du aussehen willst wie eine Squaw. Weißt du, was ein Squaw ist? Was denn? Boah, weißt du das? Ich weiß nicht, was ein Squaw ist, Fabi. Eine Indianerfrau. Okay. Kommt drauf an, wenn du so zu deinem Patienten gehst, dann kriegen die dementen Leute einen Herzinfarkt. Ja, aber. Sieht aus wie ein Indianer. Ist es so für einen normalen Gebrauch oder willst du damit auf Fasching gehen? Verarschen, oder? Damit kannst du Fasching gehen. Ja, dann zieh's halt an. Deine alten Leute kriegen noch mehr Demenz, wenn die das sehen. Meine Mama ist ja Demenzbetreuerin. Okay. Das macht halt nicht jeder. Und ist halt auch sau der fuck-kack-schwere Beruf. Ja, ist halt so. Der kommt richtig gut mit. Nee, nicht so ganz richtig gut und kacke. Du bist einfach kacke, hey, was Fabi. Was ist los? Ich kann nicht mehr fahren. Du schreibst vielleicht... Ich steck fest. Echt jetzt? Steck hier an der Ecke fest. Lol. Kann sich immer noch nicht bewegen. Nee, jetzt wieder, aber irgendwie habe ich in dieser Ecke geglitscht. Ja. Dang it. Sorry, den hättest du melken können, wenn ich den nicht geboxt hätte. Wir müssen halt mehr reden. Ja, ja. Das ist auch immer ein Problem. Ja. Echt. Aber müsstest du halt auch mal gute Ansagen melken, die auch stimmen, ne? Den habe ich und dann hast du ihn nicht. So wie der ist drin. Nein. Der ist drin. Nein! Boah, der ist aber drin. Boah, der ist drin! Der ist drin! Bam! Der ist drin! Oh, der ist drin! Boah, der ist drin! Bist du behindert? Oh, der ist drin! Der kleine Feige Sau. Bam, der ist drin! ich zentriere den, ich zentriere den. Du wärst halt vorbeigefahren, Fabi! Was? Nein, du doch! Hast mich gerammt! Ach, erzähl doch nicht, bist ein Bastard! Kein Bastard! Lol, Bernhard ist online! Weißt du, wie Bernhard auf Steam heißt? Vizinius oder so, ist mir egal. Ja, edit den nochmal, da kannst du den busy flamen. Der blockt mich eh. Ich habe ihn WhatsApp angeschrieben, gefragt, warum zur Hölle er sich die Haare färbt. Ich will einen Grund. Weißt du, dann noch so schlecht. Und das sagt, weißt du, und dann flamt er mich halt so im TS, ja, ich färb mir die Haare schlecht. Weil ich auch weniger Ahnung davon habe, weil ich das irgendwie nicht beruflich mache. Mach ich auch nicht, aber... So, cool, an meiner Schule gibt es einen Schulfriseur, der ist kostenlos für Schüler. Ja, das ist schon nice, ey. Mann! Den hau ich rein! Der ist drin! Guck, hab ich ja gesagt, der ist drin. Was?
Physics, Alter! Fick dich! Ja, fick komm, mich! Den machen wir noch rein. Den machen wir noch rein. Ja, den machen sie noch rein. Nice. Gib auf, Fabi, dann kriegen wir weniger Punkte, dann kriegen die Gegner weniger Punkte. Get Jackert. So. Ja, ich hab warte. Warte. Get wrecked. Was ist denn los? Get wrecked, mate. Meilleur jour, bam. French. Fuck Gott. So. Alter, da ist ein PS4-Lappen, ey.